Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner mittaglichen Denkminute und Energy Drink nicht vergessen. Damit man dann sozusagen sang- und klanglos in den Nachmittag immer schön weiter performen kann. Heute mal das Thema, wie ihr schon an der Überschrift dieses Videos deutlich erkennen könnt. Fondsmanager und was wir von Fondsmanager lernen können. Also es gibt ja zum Beispiel einen sehr berühmten Fondsmanager, Dr. Max Otte, der auch ein sehr berühmter Autor ist, der schon einige Bestseller geschrieben hat. Es gibt da einen Dr. Elsässer, also die haben auch sehr häufig Doktortitel, also sehr gebildete, akademische Leute, sehr schlaue Leute und so weiter und so fort. Im Gegensatz zu eher so Trader, Hedgefonds-Typen, würde ich mal sagen, die mehr so, ja, die auch teilweise sehr, sehr gebildet sind natürlich, aber halt auch einen sehr praktischen Ansatz haben, auch sehr gerne mal short gehen und einfach, also nicht nur long only, sondern eben auch unterschiedliche Marktphasen ausnutzen wollen. Also die einen nennen sich sozusagen Value-Investoren und die zweite Riege sind sozusagen die Total Return-Investoren oder Trader. Ja? Und eine Sache möchte ich hier mal kurz herausstellen, die ich auch mir persönlich immer wieder aufs Neue bewusst machen muss, wenn ich halt bestimmte Fondsmanager auch verfolge und sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr gebildete oder sehr erfolgreiche Menschen da draußen, die mehrere hundert Millionen, also nicht denen persönlich, sondern dem gesamten Team, ja, also Bridgewater sind zum Beispiel mehrere Milliarden, 100 Milliarden, aber die vorher genannten Personen haben halt mehrere hundert Millionen in Verwaltung und denen werden diese hunderte von Millionen eben anvertraut, ja. Wahrscheinlich nicht grundlos. Aber die eine Sache, die du dir als Kleiner, der Punkt ist doch, sagen wir mal, wenn so jemand 100.000 Follower hat, auf YouTube zum Beispiel, und darum geht es ja, dann sind, ich würde mal sagen, 90.000 oder vielleicht sogar 95.000 dieser Follower haben Vermögen mit unter 100.000 Euro, ja, dass sie einfach mal so investieren könnten, wenn überhaupt. Ja. Ich glaube nicht, dass zu diesen 100.000 Followern die absolute Elite des Landes drunter fällt. Ja. Und du bist einfach ein privater, hart schuftender, selbstständiger oder Investor oder Anleger, ja, privater Mensch einfach. Und ganz, ganz wichtig ist eben zu verstehen, dass ein Fondsmanager grundsätzlich gewisse Auflagen gegenüber seinen und Pflichten gegenüber seinen Investoren hat und denen nachzukommen hat. Zum Beispiel nach eigener Aussage hat ein Dr. Max Otte, Professor Max Otte, die Pflicht, immer mindestens 50% in Aktien investiert zu sein. Ja? Und was bedeutet das? Das heißt, er hat schon gar nicht die Option, einfach zu sagen, sehe gerade die Situation so und so und ich steige jetzt mal aus dem Aktienmarkt, mal, das ist mir zu heiß, ich halte mich mal zurück und ich fahre mal eine Cashquote von 80%. Geht ja gar nicht, darf er ja gar nicht. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, sich Gedanken zu machen, wie verdienen diese Fondsmanager Geld, indem sie Verwaltungsgebühren haben. Ja, und diese werden abgerechnet vom Volumen des investierten Geldes. Das heißt, desto mehr Geld ein Fondsmanager investiert für seine Kunden, desto höher ist sein Einkommen. Und das sind schon mal zwei Dinge, die man hier berücksichtigen muss.